Also das Unternehmen, in dem ich vorher gearbeitet habe, ist ein großes Energieunternehmen in Deutschland und hat insgesamt 20.000 Beschäftigte. Ich war auch da schon Geschäftsführerin einer GmbH, die Tochter, hundertprozentige Tochter des Konzerns war, mit ca. 70 Beschäftigten. Und jetzt bin ich eben mit einem Partner zusammen in der Gesellschafterrolle und Geschäftsführerrolle in dieser kleinen Beratercompany mit 11 Leuten. Das sind also schon von der Mengendimensionierung her sehr große Unterschiede. Einfach durch die Größe und auch die Struktur des großen Unternehmens heißt führen dort natürlich einerseits, und das ist nicht anders heute, verantwortlich sein für den eigenen Verantwortungsbereich. Aber in einem großen Konzern zu führen heißt eben auch, das Rechts und das Links und das Oben und das Unten in diesem großen Unternehmen mit zu bedenken. Das heißt also, du bist in einem Beziehungsnetzwerk, in einem Beziehungsgeflecht, du führst auch nach oben oder nach rechts oder links, beziehungsweise versuchst Einfluss zu nehmen. In einem kleinen Unternehmen wie dem jetzigen, der New and Able, gibt es kein drüber und drunter. Ja, da sind wir sozusagen eine kleine Gruppe, wir sind ein Team. Und das wirkt sich auch für mich, und ich will das auch so, deutlich auf die Führung aus. Vorweg gesagt, Folgendes, in der kleinen Company, wie wir sie jetzt sind, hast du die komplette Verantwortung, du hast das komplette Risiko, du hast aber auch die komplette Freiheit. Und du hast in einem großen Unternehmen niemals in dem Maße die Verantwortung und das Risiko, was ich, das wird man wahrscheinlich nicht ändern können, aber das halte ich für eine wesentliche Unterscheidung, ein Unterscheidungskriterium in der Führung. Wie viel Verantwortung und wie viel Risikobereitschaft hat ein Manager oder hat eine Führungskraft? Und wie viel Freiheit hat sie auch? Also da würde ich mal sagen, das sind ganz große Unterschiede. Und führen, nach meinem Verständnis, heißt auf der einen Seite natürlich, erfolgreich Prozesse zu managen. Also das heißt, eine Schnelligkeit, Qualität etc., der Prozess auch am Ende den Gewinn des Unternehmens zu erwirtschaften. Aber es hat eben auch den Leadership-Aspekt. Und der Leadership-Aspekt ist der, dass ich sage, führe deine Organisation hin zur Selbstorganisation. Gib Verantwortung ab, lass die Leute eigenverantwortlich arbeiten, gib ihnen große Entscheidungsfreiheiten. Und das ist in einem großen Unternehmen schwerer möglich, es ist nicht unmöglich, aber die Restriktionen und die Einschränkungen sind wesentlich größer als in der kleinen New and Able jetzt. Da können wir wirklich das tun, was wir tun wollen. Und das wirkt sich sowohl auf die Arbeitsweise im Team als auch auf mein Führungsverständnis aus. Positiv. Also ich kann mehr zulassen, dass wir Entscheidungsprozesse wirklich gemeinsam herbeiführen. Ich habe zwar geglaubt, glaubt es auch immer noch, dass ich das früher auch versucht habe zuzulassen, aber es hatte nie die Wirkung, wie es jetzt hat. Also das Vertrauen ist relativ schnell gewachsen in diesem kleinen Team. Sagen wir mal, auch die Beweise, die man als Führungskraft dann liefert, dass man es ernst meint, wenn man sagt, ich will euch beteiligen. Das geht alles sehr schnell, sehr direkt. Von daher sind auch die Veränderungsprozesse und die Entwicklungsfortschritte viel schneller erreichbar und auch viel direkter spürbar als in großen Unternehmen. Jetzt ist es ein doppeltes Maß, so ein bisschen eine besondere Situation mit der New and Able GmbH, weil die Mitarbeiter ja auch schon früher deine Mitarbeiter waren. Richtig, ja. Jetzt sollen sie oder dürfen sie auf einmal mehr machen, sollen mehr entscheiden und geht es? Aha. Wie ist denn der Weg der einzelnen Mitarbeiter dahin? Es ja. könnte ja auch sein, dass sie sagen, will ich ja gar nicht. Ja. Also da ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, die Frage, wie ist diese New and Able entstanden in dieser Besetzung? Und das war ein Prozess, der ging insgesamt etwa 4 Monate. Also ich habe gesagt, Leute, ich mache mich selbstständig, ich will eine eigene Company gründen. Wer hat Interesse, wer glaubt, er kann das und will das und möchte mitgehen. Und dann haben wir mehrere Workshops gemacht, wo noch gar nicht klar war, gehen die wirklich alle mit, wer geht mit und so weiter. Und es hat sich fast organisch natürlich am Ende ein Team herausgebildet, von dem ich jetzt mal sagen würde, denen war schon klar, dass es einen Unterschied geben wird. Auch wenn die Akademie schon in der GmbH war, wir werden ganz selbstständig sein, frei im Markt, wir müssen richtig schwimmen im Ozean, sage ich jetzt mal, und nicht in irgendeinem Binnengewässer. Und die sich das zugetraut haben und auch begriffen haben, dass das einen Musterwechsel mit sich bringen muss, wenn wir wirklich erfolgreich sein wollen, die sind dann am Ende auch in Anführungszeichen übrig geblieben. Also das muss man mal dazu sagen. Es ist sozusagen die Erkenntnis und auch die Bereitschaft, in einen Veränderungsprozess, in einen sogar Transformationsprozess zu gehen und nicht einfach das Gleiche zu machen, auf die gleiche Weise wie vorher. Das war, glaube ich, allen Beteiligten, nicht nur mir, vollkommen klar.
von Anfang an. Und jetzt geht es halt darum, die Freiheitsgrade waren auch früher schon sehr groß. Also ich glaube, dass ich das Maximum an Freiheit und Eigenverantwortung gegeben habe, was in großen Unternehmen möglich war. Der quantitative Unterschied, den wir jetzt erleben, der ist, sagen wir mal, mein Mitarbeiten im Team. Das war früher so einfach auch nicht möglich. Teilweise ist auch durch die hierarchische Struktur einfach projiziert worden. Also ich weiß nie einen Typ, wenn ich zur Tür reinkam, dass alle aufgehört haben zu reden, sondern die haben dann schon auch frei weitergeredet. Aber in so einem großen Unternehmen hast du einfach Effekte der Hierarchie, die du nur bedingt beeinflussen kannst und die die Wahrnehmung deiner Person betreffen. Also daran macht sich das beispielsweise schon fest. Und dann, wir haben unsere Roundtable jeden Freitag, ja, also wo wir alle zusammenkommen, ansonsten sind wir ja auch viel beim Kunden unterwegs, dann sprechen wir beispielsweise über Aufträge, über Konzepte, die einer gemacht hat für einen Kunden. Wir vergleichen die mit unserem Anspruch an den Beratungsstil der New and Able. Also auch die Berater legen ihre Konzepte offen. Da wird dann auch durchaus mal kritisch, ne, drüber gesprochen, so nach dem Motto, das ist nicht das, was wir eigentlich, ne, repräsentieren wollen. Und dieser Entwicklungsprozess, den meine ich, ne, der ist vorher so nicht möglich gewesen und hat auch vorher so nicht stattgefunden. Und dem liegt, glaube ich, auch eine ganz hohe Identifikation, ne, aller Beteiligten in dieser kleinen neuen Company, mit dieser kleinen neuen Company zugrunde. Und da bin ich dann in so einem Prozess, jemand, der aufgrund seiner Erfahrung, ja, und vielleicht auch seiner kommunikativen Fähigkeiten durchaus auch, sagen wir mal, andere überzeugen kann und will, aber nicht Kraft Hierarchie. Es gibt bestimmte Entscheidungen, die müssen am Schluss von der Geschäftsführung getroffen und verantwortet werden, aber bis dahin ist es ein gemeinsamer Prozess und das macht einen Riesenspaß. Die genießt ihr. Die neuen alten Mitarbeiter. Ja. Ja, also ich habe auch gesagt, also Musterwechsel, ja, also das wird spannend für uns als Berater, schaffen wir es, ja, Berater beraten in der Regel andere und bringen denen bei, wie man den Musterwechsel macht, können wir das sozusagen auch selbst. Also das war so der Ansporn und auch der Anspruch und wir reden oft auch darüber, also gehen auch dann selber mal auf die Metaebene, versuchen auch zu vergleichen, wo waren wir im Januar, wo stehen wir heute, wie gehen wir miteinander um. Und du spürst es aber auch, wenn du reinkommst, also gerade gestern hatten wir wieder Roundtable und da hat beispielsweise mein Partner in der Geschäftsführung Fragen beantwortet des Teams. Das haben wir eingeführt, damit wir uns auch persönlich besser kennen. Das heißt, immer Team fragt nach bei. Ja, und jeder, also jeden Freitag stellt ein anderer sozusagen sich zur Verfügung und die anderen fragen dann und der antwortet, also auch sehr persönliche Dinge. Und das war so intensiv, es war so schön und es war so lustig, ja, wo ich wirklich habe, ich habe teilweise Tränen gelacht, ja, weil dann auch wirklich mal Dinge ausgesprochen oder gefragt werden, die im normalen Arbeitskontext so nicht üblich sind. Ich bin also eher jemand, der da sehr diskret ist und Berufsleben und Privatleben immer sehr, sehr deutlich voneinander getrennt hat. Das würde ich vom Prinzip her auch jetzt noch als Grundsatz so beibehalten wollen. Aber es ist eine persönliche Note sozusagen in die Arbeit reingekommen und ins Führen reingekommen, wo ich sagen würde, das ist toll. Ja, es ist wirklich ein gemeinsamer Prozess und ich bin echt froh, dass ich den Schritt gegangen bin und dass ich, es klingt ein bisschen pathetisch, aber dass ich das jetzt auch noch erleben darf. Dass ich erleben kann, wie das ist, wie es sich anfühlt und vor allen Dingen, dass es geht.